eine Million in 7 Jahren, dann müsste ich ja 7.000 Euro jeden Monat sparen, damit das aufgeht. Wer folgt uns auf Social Media? Ja, super. Die anderen müssen sie machen. Wissen Sie warum? Ist gar nicht, was ich sage. Sie müssen die Kommentare lesen und mit denen schreiben. Dann begegnen sie Glaubenssätze. Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und ich habe mir mal die 4 stärksten rausgeschrieben. Da schreibt mir einer, dann müsste ich ja, Schäfer, wenn das stimmt, 1 Million in 7 Jahren, dann müsste ich ja 7.000 Euro jeden Monat sparen, damit das aufgeht. Ich verdiene aber nur 3. Also Schäfer, du lügst. Aus seiner Sicht hat der Mann recht. Da ist das Gebilde so groß, der Glaubenssatz so groß, aus seiner Sicht hat er recht. Aber exponentielles Wachstum sagt was ganz anderes. Einstein sagt was ganz anderes. Und jetzt kommt's. Es gibt eine Studie, die zeigt, von allen Menschen, die weltweit Millionär geworden sind, aus eigener Kraft, haben es 80% innerhalb von 7 Jahren geschafft. 80%. Exponentielles Wachstum. Das heißt, du kannst nicht daran gehen und sagen, ey Schäfer, hier, das ist die Linie, die ich will. Zeig mir ein System, wo ich dann immer, nein, so ist es nicht. Die Mathematik ist so. Leider so oder einfach nur so. So ist sie. Das ist pure Mathematik. Die zweite Sache, die mir Menschen immer wieder sagen, ist, da müsste ich ja 100.000 Euro haben und 25% Zinsen bekommen, damit ich dann bei 1 Million bin. Das heißt, der will mir was zeigen, wo er gar nichts tun muss, außer geschickt investieren. Er muss sich gar nicht verändern. Diese Kurve ist aber, dass wir uns verändern. Unser Glas wird größer und dann geht es nach oben. Dritte ist, wer macht denn dann den Müll weg, wenn alle reich werden? Wer macht denn dann den Müll weg? Also Leute, damit müssen wir uns gar nicht beschäftigen. Es macht nie jeder. Nie. Ich bin auch gar nicht angetreten, damit es jeder macht. Es sind immer nur die Menschen, die wollen. Damit scheiden schon mal die meisten aus. Die anfangen, damit scheiden wieder welche aus. Und die durchhalten. Und ich will Ihnen helfen, anzufangen und durchzuhalten. Wollen müssen Sie selber. Wäre ja schlimm, wenn jemand anderes dazu bringen könnte, etwas zu wollen. Kann ich nicht. Und viertens, das kann nicht jeder, Herr Schäfer. Wissen Sie, die Kassiererin am Aldi, die verdient nur so und so viel, die kann das nicht. Und dann stelle ich die Frage, bist du Kassiererin beim Aldi? Nee, aber so, das ist eine ganz geschickte Formel, um Opfer zu bleiben, um nicht anzufangen. Ich suche ein Beispiel, an dem ich erkläre, was nicht ich bin, an dem ich aber erkläre, der kann es nicht und sage dann, also brauche ich gar nicht erst anzufangen. Verstehen Sie das? Wer versteht das? Verstehen Sie auch, wie gefährlich das ist? Wir suchen uns jemanden aus, der wirklich vielleicht es nicht so leicht hat und sagen, okay, kann der nicht, also brauche ich nichts tun. Ja, wie bescheuert ist denn das? Und ich habe genau so gedacht. Ich habe genau so gedacht. Diese Dinge musste mein Coach alle mit mir erledigen. Glaubenssätze ändern, Gewohnheiten ändern. Ich muss mich doch fragen, Sie müssen sich fragen, kann ich das? Und wenn Sie dann sagen, nö, das geht ja gar nicht, dann sage ich, das ist Unsinn, es ist Mathematik, es geht. Es ist Mathematik. Wenn Sie aber sagen, ich glaube es nicht, dass ich es kann, das ist Selbstvertrauen und das kann man ganz gezielt aufbauen. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, wir dürfen nicht am Selbstvertrauen scheitern. Die meisten Menschen scheitern am Selbstvertrauen, sie geben auf, weil sie nicht glauben, dass sie mal skalieren können. Sie geben auf, weil sie nicht glauben, dass sie einen Exponenten haben, der andere Glaubenssätze und andere Gewohnheiten vorsieht. Die glauben das nicht. Und sie glauben es weshalb nicht? Weil das Selbstvertrauen zu niedrig ist. Ich habe all diese Einwände selber gehabt, alle. Deswegen sage ich zu keinem, du bist blöd. Für mich sind das keine Hater. Für mich sind Menschen, die das schreiben, Menschen, die zu mir sagen, Schäfer, sonst würden die ja gar nicht ihre Zeit verschwenden, sind für mich Menschen, die sagen, Schäfer, hilf mir, das zu glauben. Du bist zwar in meinen Augen bescheuert, Schäfer, aber hilf mir, das zu glauben, weil, wer weiß, am Ende kann ich sie auch. Das sind einfach Menschen und das ist auch unsere Aufgabe und deswegen kommentiert ruhig ein bisschen in guten Foren. Ich glaube, dass das wirklich gut ist. Was aber passiert ist, wenn jemand so argumentiert ist, er gibt Verantwortung ab und sagt, dann bleibe ich Opfer. Den Schäfer habe ich enttarnt, der gaukelt mir etwas vor, dass ich reich werden kann.
Also kann ich so bleiben, wie ich bin. Eine ganz gefährliche Denke. Ganz gefährliche Denke. Und dann hat derjenige die Legitimation, so zu bleiben, wie er ist, und ruft niemals sein Potenzial ab. Wird niemals zu dem, wie ich finde, herrlichen Mensch, der jeder von uns werden kann. Das haben wir alle in uns drin.